Herzlich willkommen zum heutigen Vortrag der Java User Group Switzerland. Mein Name ist Thomas Wenger, ich bin im Vorstand der JUGCH und ich organisiere vor allem die Talks vor Ort hier in Bern, wo ich lebe. Wenn eben nicht gerade Corona ist und wir alles online durchführen. Mit uns hier ist heute Daniel Can von der Puzzle ITC. Wo bist du jetzt gerade, Daniel? Ich bin auch im Homeoffice bei mir zu Hause in Könitz. Also vor Ort von Bern für diejenigen, die da nicht so geografisch Bern gut kennen. Hä? Bevor wir mit dem eigentlichen Vortrag beginnen mit Daniel, möchte ich kurz einige administrativen Dinge erwähnen. Und ich schalte dafür auf die allgemeinen Slides um. Ganz herzlichen Dank an unsere Sponsoren. Ohne unsere Sponsoren könnten wir unsere Events schlicht nicht finanzieren. Und es ist wirklich toll, dass wir so viele treue Sponsoren haben, die uns seit so vielen Jahren tatkräftig unterstützen. Also ganz herzlichen Dank. Die Plattform, die wir hier verwenden, BigMarker, die meisten kennen schon, sonst einfach kurz. Es gibt eigentlich zwei interaktive Bereiche, wo ihr mit uns in Interaktion treten könnt. Das eine ist der Chat, also einige haben da schon was reingeschrieben, das ist super so. Den Chat, den könnt ihr vor allem verwenden, um euch untereinander auszutauschen oder vielleicht auch zu schreiben, wenn ihr ein technisches Problem habt. Oder auch einfach nur kundzutun, wie es euch gerade so geht. Und wir freuen uns wirklich immer eigentlich, wenn ihr da mitmacht im Chatbereich. Das macht es etwas lebendiger. Und dann das Zweite, wenn ihr eine Frage habt, habt ihr ein zweites Tab, Fragen. Also wenn ihr eine Frage an Daniel habt, dann zum Inhalt des Talks, setzt die Frage bitte auf diesen zweiten Tab, erfasst die da. Ihr könnt auch schauen, ob vielleicht die gleiche Frage schon da vorhanden ist und dann könnt ihr es hochvoten. Wir werden die Fragen während dem Talk mal in der Mitte beantworten und dann ganz sicher sonst zum Schluss. Die Plattform, die bereitet das Videosignal auf und streamt das zu euch und das sorgt für etwa 10 bis 15 Sekunden Verzögerung. In der Regel ist das kein Problem, aber einfach, wenn ihr im Chat was schreibt oder eine Frage reintut, es dauert halt dann halt einfach seine Zeit, bis wir das auch gesehen und beantwortet haben aus eurer Sicht. Wir haben alle Videos online. Dank unserem gewieften Video-Nachproduzenten, dem Präsidenten Markus Filon, findet ihr die Online-Talks auch immer relativ rasch auf YouTube. Bitte abonniert doch unseren Bereich auf YouTube und lasst euch informieren, wenn wir da ein neues Video hochstellen. So, und nun freue ich mich auch auf den Talk mit Daniel und übergebe ihm das Wort. Und vielleicht kannst du dich dann zu Beginn gleich selber vorstellen, Daniel. Merci vielmals, bist du da und jetzt übergebe ich das Mikrofon an dich. Merci Thomas, ich begrüße euch zu meinem Vortrag Modern JVM Garbage Collection. Ich arbeite seit 2001 bei Puzzle ITC in verschiedenen Rollen, ursprünglich als Software-Ingenieur in Java und C++, inzwischen als technischer Berater. In verschiedenen Projekten unterwegs, rund um Java, Container, Kubernetes, OpenShift. Puzzle ist ein Open-Source-Dienstleister mit ungefähr 140 Mitarbeitern mit Hauptsitz in Bern. Und einer unserer Schwerpunkte ist die Software- und Produktentwicklung mit Java und Ruby. Jetzt im folgenden Talk werde ich zuerst etwas über Garbage Collector Theorie erzählen, damit wir dasselbe Verständnis haben von den folgenden Abschnitten. Dann werde ich auf die Garbage Collector eingehen, die im OpenJDK Hotspot enthalten sind. Von OpenJDK gibt es ja zwei Versionen, Hotspot und J9. J9 werde ich hier nicht erwähnen, das würde den Rahmen sprengen. Dort sind ganz andere Garbage Collector enthalten. Dann werde ich einige Hilfestellungen geben, wie ihr den
für euch geeigneten Garbage Collector auswählen und ihn danach tunen könnt. Schlussendlich werde ich noch etwas betrachten, wie sich der Garbage Collector im Container verhält. Dort gibt es einige Eigenheiten, die zu beachten sind. So, was tut ein Garbage Collector überhaupt? Der zeichnet zuerst mal alle Objekte auf dem Heap auf, um dann anschließend alle Objekte entfernen zu können, die nicht mehr verwendet werden. Das klingt jetzt erstmal recht einfach. Das Problem ist aber schlussendlich sehr komplex, da sehr viele Trade-offs reinwirken und Designfaktoren zu berücksichtigen sind. Und diese sind oftmals in Widerspruch zueinander. Wenn man dann einen Faktor optimiert, dann werden drei andere schlechter. Hier einige Beispiele, die da zu berücksichtigen sind, um zu sehen, welche Menge von Faktoren reinspielen. Zum Beispiel ist natürlich der Programm-Throughput sehr relevant, das heißt, wie viel Durchsatz die Anwendung, also eure Anwendung, überhaupt leisten kann. Dann aber auch der Garbage-Collector-Throughput, das heißt, wie viel Garbage der Collector wegräumen kann in einer bestimmten Zeit, wie viel Overhead er auf dem Heap benötigt und dann die ganze Pausenverteilung, die Pausenlängen. Die Compaction ist sehr wichtig, das ist das Defragmentieren des Heaps. Sonst kann es passieren, dass euch der Speicher ausgeht, obwohl noch Speicher vorhanden wäre, weil er zu verzettelt ist und keine genügend großen Speicherbereiche mehr vorhanden sind. Es geht noch weiter, ich sehe, das ist wirklich umfangreich. Zum Beispiel, wie gut skaliert der Garbage Collector mit mehreren Prozessor-Cores? Kann er Speicher freigeben an das Betriebssystem zurück? Ist er portierbar auf verschiedene Architekturen? Und ist er kompatibel mit unterschiedlichen Programmiersprachen? Ist es hier bei der JVM indirekt gegeben, weil die JVM selbst eine Plattform ist für verschiedene Sprachen? Das meiste hier oder eigentlich alles ist dann auch für alle Sprachen relevant, die auf der JVM laufen und nicht nur für Java. Das Problem ist also ein sehr kompliziertes Problem und immer noch ein aktuelles Forschungsgebiet. Deshalb tauchen auch immer wieder neue Garbage Collector auf mit neuen Eigenschaften, neuen Trade-offs und neuen Fähigkeiten. Jetzt gibt es verschiedene Elemente, die stark das Design von Garbage Collection beeinflussen. Das Wichtigste ist sicher die Generational Hypothesis. Das ist eine rein empirische Beobachtung. Es gibt also kein Modell oder eine mathematische Grundlage dahinter. Die Beobachtung gilt aber auf praktisch allen Architekturen und Sprachen, die mit Garbage Collectors ausgestattet sind. Deshalb ist sie auch, oder hat sie auch einen großen Einfluss auf das Design von Garbage Collectors. Es gibt zwei Variationen von dieser Hypothese. Die schwache, das ist, wenn man nicht sagt, ob sie stark oder schwach ist, ist immer diese gemeint, die schwache Variante. Die sagt aus, dass die meisten Objekte relativ schnell wieder sterben. Das sind also Objekte, die zum Beispiel im Scope einer Funktion alloziert werden. Die werden sofort wieder weggeworfen, wenn die Funktion beendet ist. Und das trifft auf die meisten Objekte zu. Nur ein kleiner Teil, der lebt dann länger und je länger ein Objekt ist, sagt die starke Hypothese, umso kleiner die Chance, dass es noch stirbt. Das sind dann in der Regel Objekte, die länger dauernde Status aufbewahren, wie zum Beispiel Caches oder sonstige Daten, die über eine lange Zeit aufbewahrt werden, zum Teil dann über den ganzen Lebenszyklus der Applikation. Eine wichtige Ausnahme ist hier Least Recently Used Caches. Dort gilt dann nicht mehr das Alter oder die Beziehung Alter zu Wahrscheinlichkeit, dass das Objekt stirbt, sondern die Benutzung der Objekte. Das heißt, je seltener ein Objekt benutzt wird, umso eher wird es dann sterben oder gelöscht. Dann im Folgenden, immer wenn ich von Durchsatz spreche, dann meine ich damit die Zeit, die nicht mit Garbage Collection verbracht wird. Das heißt, der Anteil
zu der eure Applikation und dann auch im Zusammenhang mit eurer Applikation der Kernel läuft. Dann die Latenz, das ist die Antwort, das Antwortzeitverhalten eurer Applikation. Dieses wird natürlich stark von Garbage Collector Pausen beeinflusst, aber nicht nur. Ihr habt unten jeweils Referenzen, wo ihr dann weitere Informationen erhält. Es hat sehr viele Referenzen in diesem Vortrag, wo ihr mehr ins Detail tauchen könnt bei den euch interessierenden Themen. Dann die Garbage Collector Pausen oder besser gesagt die Phasen, die werden unterteilt nach verschiedenen Eigenschaften. Eine der bekanntesten Eigenschaften ist sicher die Stop the World Eigenschaft, auch die gefürchtete. Dort werden eigentlich alle Applikationsthreads gestoppt, während der Garbage Collector seine Arbeit verrichtet. Das heißt, dort kommt dann die Latenz her, eure Applikation, die nicht erwünscht ist in der Regel. Dann gibt es die Eigenschaft der Nebenläufigkeit. Eine Garbage Collector Phase heißt nebenläufig, wenn alle Applikationsthreads weiterlaufen parallel zur Arbeit des Garbage Collectors. Und dann noch wichtig zur Unterscheidung, der Garbage Collector kann auch parallele Phasen haben. Das ist dann der Fall, wenn der Garbage Collector selbst mehrere Threads einsetzt, um den Garbage wegzuräumen, also den Abfall wegzuräumen. Und das kann entweder in Stop the World Phasen oder auch in nebenläufigen Phasen der Fall sein. Schauen wir uns einmal an, welche, oder zuerst vielleicht kurz, gibt es Fragen jetzt zur Theorie schon, Thomas? In dem Fall nicht, dann fahre ich gleich weiter. Schauen wir uns einmal die OpenJDK Hotspot Garbage Collector an, die jetzt verfügbar sind. Sorry für die Verzögerung, Daniel, aber effektiv, es hat noch keine Fragen im Moment, also du kannst da weiterziehen. Okay, danke Thomas. Im Folgenden, in der Auflistung werdet ihr sehen, es gibt mehrere Standard Garbage Collector. Der Grund dafür ist, dass die Virtual Machine ein Ergonomie-Subsystem hat, das automatisch den Default aufgrund bestimmter Kriterien bestimmt. Also es bestimmt unter anderem, welcher Garbage Collector zum Einsatz kommt, tunet noch andere Parameter der Virtual Machine. Und wenn ihr jetzt keinen Garbage Collector angebt, dann kommt der Serial Garbage Collector, also der einfachste Collector überhaupt zum Einsatz, wenn ihr einen CPU-Core oder weniger als 1,75 GB RAM habt. Das ist auch sehr relevant, weil das trifft auch in Containern zu. Das heißt, wenn ihr einen Container habt mit einer Limite von einer CPU und ihr nichts konfiguriert, dann erhält ihr den Serial Garbage Collector. Ebenso, wenn das der RAM unter diesem Limit liegt. Das kann dann auch noch speziell sein, wenn ihr ein OpenJDK Upgrade macht von Version 8 auf eine neuere Version, die dann plötzlich Container-aware wird, dann kann es sein, dass der Container, der Garbage Collector wechselt von einem anderen Collector auf Serial GC, weil neu der Container die Limits anders bewertet. Bei den älteren JDK-Versionen gibt es nämlich keine Unterstützung von Container-Limiten. Und dann wird einfach der Host betrachtet und die CPUs und das RAM des Hosts für diese Entscheidung genommen. Ab OpenJDK 8 Build 191 ist dann aber eine volle Unterstützung für Container enthalten und dann werden effektiv die Limiten des Containers herangezogen. Dann hat jeder Garbage Collector noch ein eigenes Ergonomie-Subsystem, das dann die Low-Level-Parameter des Garbage Collectors tuned aufgrund eurer Vorgaben. Da kommt dann im zweiten Teil des Vortrags mehr dazu. Jetzt, warum habe ich hier OpenJDK 8 noch drauf? Dieses ist noch bis 2026 im Mai unterstützt. Das hat momentan die längste Supportlaufzeit aller OpenJDK-Versionen. Der Grund dafür ist der große Migrationsaufwand, um von OpenJDK 8 auf eine höhere Version zu migrieren, weil in den nachfolgenden Versionen sehr viele Features dazukommen.
Und ihr seht hier, ihr habt jetzt hier 5 Garbage Collector enthalten. Serial haben wir vorher kurz angetönt, das ist der Default Collector, wenn diese Limiten unterschritten sind. Ansonsten ist jetzt hier der Parallel Garbage Collector, der zweite Default, der zur Anwendung kommt, wenn die Limiten überschritten sind. Dann habt ihr noch den CMS Garbage Collector, Concurrent Mark and Sweep. Auch ein relativ alter Garbage Collector schon, aber war sehr verbreitet, bis der Garbage First Collector eingeführt wurde, der nächste Collector. Ich gehe dann im Anschluss noch detaillierter auf diese ein. Und jetzt neu hier habt ihr den Shenandoah Garbage Collector. Das ist einer der neuen Concurrent Garbage Collectors, den ich später im Detail vorstellen werde. Und dies ist ein sogenannter Non-Mainline Backport. Das heißt, er ist nicht in allen OpenJDK Builds enthalten, sondern primär in denen von Red Hat, Fedora, Gentoo und einigen anderen Abwandlungen davon. Dann bei OpenJDK 11 kommen jetzt diverse Garbage Collector dazu. OpenJDK 11 ist ebenfalls eine Long-Term-Support-Version und das ist noch bis im Oktober oder September, nein, Oktober 2024 unterstützt. Das heißt, ihr kriegt da Updates und Bugfixes. Und hier haben jetzt die Defaults gewechselt. Neu ist der Garbage First Collector G1, der zweite Default Collector. Der Serial GC ist immer noch Default, wenn diese Limiten, die ich vorhin gezeigt habe, unterschritten werden. Und ihr seht auch, der CMS Garbage Collector wurde bei OpenJDK 9 deprecated und ist entsprechend auch hier noch deprecated. Der Grund dafür ist, dass dieser Garbage Collector sehr komplex ist. Er hat 72 Tuning-Parameter. Dabei sind die allgemeinen Parameter wie parallele Collected Threads noch nicht mal mitgezählt. Ist also nicht mehr ganz zeitgemäß vom Tuning her. Die neuen Garbage Collector sind da sehr viel einfacher und es schleppt auch sehr viele Altlasten mit, die man gerne loswerden möchte im JDK. Und ich sehe jetzt neu, neben Shenandoah kommt jetzt der ZGC dazu. Ich meinte gelesen zu haben, dass das Z für Zero steht, konnte aber die Referenz dazu nicht mehr finden. Wichtig zu wissen ist, der ZGC ist hier nur experimentell enthalten und auch nur für Linux 64-Bit-Architekturen. Dann gibt es noch den Epsilon Garbage Collector, da werde ich später noch kurz etwas dazu sagen. Das ist auch ein Garbage Collector im experimentellen Stadium. Ihr habt also hier eine große Auswahl und es wird von dem her nicht einfacher, sich zu entscheiden. Deshalb später auch die Entscheidungshilfen. Ich nehme jetzt zuerst den Epsilon Garbage Collector dran. Das ist der einfachste aller Garbage Collector. Der macht nämlich gar nichts, der collectet kein Garbage. Ich frage euch jetzt sicher, ja, wozu soll das gut sein? Das hat eigentlich so drei Anwendungszwecke. Das eine ist für meine Baseline bei Benchmarks zu erhalten, um zu bestimmen, ja, wie schnell wäre die Anwendung überhaupt, wenn kein Garbage collected wird, weil es ist oder war bisher zumindest nicht möglich, den Garbage Collector zu deaktivieren. Dann ist es auch spannend für Short-Living, also kurzlebende Prozesse, zum Beispiel Kommandozeilen-Tools, die sehr kurz laufen und es gar nicht rentiert, den Garbage zu collecten. Wenn ihr einen anderen Collector wählt, dann wird, bevor das Programm beendet wird, nämlich der ganze Garbage noch collected, was ziemlich sinnlos ist, weil sofort danach sowieso der ganze Heap an das Betriebssystem zurückgegeben wird. Dann ein dritter Anwendungsfall, der genannt wird, sind sogenannte Garbage-Free Applications. Da kann ich mir eigentlich nur im Streaming-Umfeld vorstellen, dass so etwas realisierbar wäre, wenn immer dieselben Buffer wiederverwendet werden und kein neuer Speicher allokiert wird. Aber so ein Beispiel, ein konkretes, habe ich bisher noch nicht gesehen. Ja, schauen wir uns an, wie es sich mit der Concurrency der verschiedenen Garbage Collector erhält. Hier sehen wir schön die Entwicklung. Concurrent heißt ja, der Garbage Collector läuft parallel zur Anwendung. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist das nicht ganz trivial. Deshalb wurde
das nach und nach erst eingeführt. Die Serial- und Parallel-Garbage-Collector, die führen alles in Stop-the-World-Phasen aus. Das heißt, da wird immer die komplette Anwendung gestoppt. Entsprechend hoch sind dort die Latenzen und Pausen, die dann daraus resultieren. Wir werden dafür später sehen, dafür ist der Durchsatz dann sehr hoch. Dann der CMS, der deprecated ist, der führt dann neu ein Concurrent Marking ein, das heißt, die Objekte, es wird bestimmt, ob die Objekte lebend sind, also noch referenziert werden oder nicht, parallel zur laufenden Anwendung. Und dann führt der auch eine Concurrent Sweeping ein, das heißt, die nicht mehr referenzierten Objekte wurden parallel zur laufenden Anwendung freigegeben. Was er aber nicht macht, ist ein Concurrent Compacting, das heißt, der Heap wird jetzt bei CMS nicht defragmentiert. Dafür braucht ihr einen der gefürchteten Full Garbage Collection Cycles, wo der ganze Heap defragmentiert wird. Und das kann dann sehr lange Pausen geben, die auch mal über eine Sekunde oder im Extremfall mehrere Sekunden betragen können, wo die ganze Anwendung gestoppt ist. Der Garbage First Collector ist dann schon eine Weiterentwicklung. Insofern, dass er jetzt wieder ein Compacting macht. Dieses führt er zwar auch im Stop the World ein, aber er hat neu die Fähigkeit, dass er diese Phasen aufteilt. Das heißt, der fragmentiert nicht den gesamten Heap auf einmal, sondern er hat ein Pausenziel, das er versucht zu erreichen. Und wenn das erreicht ist, dann stoppt er die Compaction-Phase und fährt dann zu einem späteren Zeitpunkt weiter, wenn er wieder an der Reihe ist. Dadurch kann die Latenz gesenkt werden, ist aber immer noch ein Kompromiss. Und jetzt die neuen, die Concurrent Garbage Collector, die führen dann wirklich alle Phasen concurrent durch, nebenläufig zur Anwendung. Sie sind damit auch die komplexesten Garbage Collector, aber diese mit den tiefsten Pausenzeiten. Wenn wir uns jetzt diese genauer anschauen, es ist jetzt eine etwas detailliertere Sicht, es ist immer noch relativ High Level. Man könnte jetzt hier einen ganzen Vortrag allein über ZGC und Shenandoah füllen. Da sind noch mehr Phasen enthalten dazwischen, die sehr klein sind. Die wichtigsten und großen Phasen sind das Markieren der lebenden Objekte. Die Pfeile hier, die repräsentieren Referenzen unter den Objekten zueinander. Der Pfeil oben links, das war eine Referenz aus dem Rootset, zum Beispiel eine lokale Variable, die ein Objekt auf dem Heap referenziert. Und in der Marking-Phase verfolgt jetzt eigentlich den Objektgrafen, bis er alle lebenden Objekte gefunden hat. Bei der Evakuierung, das ist eigentlich dasselbe wie die Compaction-Phase, etwas anders benannt, je nach Garbage Collector heißt es etwas anders. Da werden jetzt die Objekte parallel zur laufenden Applikation kopiert, sofern sie noch referenziert sind. Und durch die Kopierung werden auch die Referenzen 1:1 übernommen, das heißt, sie zeigen noch auf die Kopien. Und da wird es dann langsam richtig kompliziert. Jetzt muss nämlich sichergestellt werden, dass hier die Konsistenz erhalten bleibt, indem immer auf die Kopien geschrieben und davon gelesen wird. Nicht, dass plötzlich ein Thread arbeitet mit den alten Objekten und einer mit den Kopien. Das wäre dann ein Chaos. Da werde ich nachher genauer zeigen, wie das realisiert wird bei Shenandoah und ZGC. Die haben leicht unterschiedliche Ansätze, um das Problem zu lösen. Und in der Folge wird eine dritte Phase nötig, die aufwendig ist. Das ist dann das Updaten der Referenzen auf die Kopien. Und danach können die freien Bereiche können dann freigegeben werden. Die Collector, die schauen auch darauf, dass sie möglichst diese Regionen freigeben, die möglichst viel Garbage enthalten, sodass möglichst wenig Objekte kopiert werden müssen. Und es wird auch geschaut, dass man dann verschiedene Regionen in dieselbe Region kopiert, das sieht man hier jetzt nicht, dass diese dann wieder möglichst voll werden und man eigentlich die modernen Caching-Features optimal ausnutzen kann, indem die Speicherbereiche möglichst eng beieinander liegen, die gleichzeitig benutzt werden.
Was ich jetzt noch nicht erzählt habe, sind die Regions. Das ist eigentlich eine Unterteilung des Heaps und sozusagen ein bisschen die Ablösung der Generations, wobei der G1 Collector ja eigentlich beides hatte, der Regions und Generations. Wie ihr auf dem vorigen Slide gesehen habt, haben die neuen Concurrent Collector, die haben keine Generations mehr. Zusammengefasst kann man sagen, dass jetzt alle aufwendigen Garbage Collector Phasen nebenläufig zur Anwendung durchgeführt werden. Das bedingt einen erhöhten Koordinationsaufwand zwischen Garbage Collector und der Applikation. Dies wird durch sogenannte Barriers erreicht. Da werde ich nachher zeigen, wie die funktionieren. Das heißt, dadurch sinkt dann auch der Durchsatz durch diesen erhöhten Koordinationsaufwand. Dafür werden dann die Stop-the-World-Pausen werden wirklich sehr klein im Mikro- bis Millisekundenbereich. Und dort wird eigentlich nur noch das Scan des Root-Sets gemacht, also lokale Variablen, statische Variablen, die außerhalb des Heaps liegen. Und Aufräumaufgaben wie irgendwelche Bitmaps und Listen aufräumen, die benötigt werden, um Objekte zu tracken, die parallel von der Applikation manipuliert werden, wenn der Garbage Collector am Arbeiten ist. Die Pausen werden dadurch sehr kurz und vorhersehbar. Und die Skalierbarkeit wird deutlich besser, auch für sehr große Heaps. Es sind jetzt Heap-Größen im Hunderten von Gigabyte bis Terabyte-Bereich realisierbar und die Pausenzeiten sind immer noch im Mikro- bis Millisekundenbereich. Das war bisher unmöglich, beziehungsweise die Pausenzeiten wurden dann extrem groß, da die anderen Garbage Collector abhängig sind von der Heap-Größe, also die Pausenzeiten. Jetzt die Barriers, das ist jetzt der Mechanismus, um diese Koordination herzustellen. Das ist Maschinencode, der vom Just-in-Time-Compiler injected wird, also eingefügt wird in den Code bei der Code-Generierung. Das ist den Maschinencode umgesetzt, da dieses sehr architekturspezifisch ist. Für die Koordination wird dann auch zusätzliche Speicher benötigt, für, zum Beispiel um aufzuzeichnen, welche Objekte wurden jetzt von der Applikation manipuliert, währenddessen zum Beispiel die Compaction-Phase lief des Garbage Collectors. Und diese werden dann in einer kurzen Stop-the-World-Phase noch nachträglich aufgeräumt. Da jetzt die Durchsatzreduktion durch diese Barrieren entsteht, sehr systematisch ist, wir werden nachher sehen, wo das überall eingefügt wird, diese Barriers, wird das eben, wie gesagt, sehr vorhersehbar und kann dadurch auch kompensiert werden, indem man einfach mehr Memory, also Speicher oder mehr CPU-Ressourcen alloziert, beziehungsweise der Virtual Machine zur Verfügung stellt. Thomas, gibt es bisher Fragen zum OpenJDK-Teil und der Einführung der Concurrent Collectors? Ja, also wir haben effektiv zwei Fragen. Eine eher allgemeine von Johannes Frank. Und zwar eine Frage: Hätte ich doch beeinträchtigt die Auswahl des Garbage Collectors eigentlich auch schon die Performance bei der Object Creation? Also wenn das Objekt zu leben beginnt, sprich beeinflusst der GC diese Object Creation direkt oder nur indirekt, indem quasi dann halt eben mehr Leistung da ist, weil die Garbage Collection weniger intensiv ist vielleicht? Ja, ich beeinflusse diese direkt. Die Strategie der Allozierung ist sehr unterschiedlich, je nach Garbage Collector. Zum Beispiel der ZGC, der hat Regions unterschiedliche Größe, die er alloziert und kann so eigentlich gewisse Amortisierungen vornehmen, wenn viele Objekte oder große auf einmal alloziert werden, indem er dann auch möglichst große Pages alloziert und diese alle auf einmal alloziert und initialisiert. Und die Metadaten werden auch unterschiedlich gehandhabt, werden wir gleich im Anschluss sehen. Das ist dann auch verschieden teuer, je nach Garbage Collector, wie viel Metadaten er allozieren muss bei der Objektallozierung. Und man kann es schon rein vorstellen mit dem Epsilon GC, der dann gar keinen
Allocation Overhead hat, weil ich alles nicht aufräumen muss. Mhm. Danke. Und dann eine Detailfrage. Verwendet der Full Garbage Collect beim CMS den Parallel Garbage Collector? Das ist konfigurierbar mit einer dieser 72 Tuning-Optionen, ob das parallel oder seriell abläuft dann. Okay, gut. Danke. Das waren im Moment die beiden Fragen, die wir haben. Danke, dann fahre ich weiter mit dem Shenandoah Garbage Collector. Dieser wurde von Red Hat oder wird von Red Hat entwickelt und von daher war er auch von Anfang an Open Source unter einer Open Source Lizenz verfügbar und öffentlich entwickelt. Man konnte also da sich beteiligen. Der Name kommt vom Shenandoah National Park im US-Bundesstaat Virginia. Ursprünglich war er auf dem G1, also dem Garbage First Collector basierend, ist aber inzwischen stark weiterentwickelt worden. Dennoch hat er ein paar Eigenschaften übernommen, zum Beispiel die Regions fixe Größe, im Gegensatz zum ZGC sind die hier immer gleich groß. Und das Concurrent Marking wurde auch von dem Garbage First Collector übernommen. Dieser verwendet ja einen Snapshot at the Beginning Algorithmus, der das Ziel hat, dass er zu Beginn der Marking-Phase eigentlich feststellen will, welche Objekte waren zu diesem Zeitpunkt live, also referenziert. Und da stellt sich natürlich jetzt das Problem, ja, die Anwendung läuft ja parallel weiter, beziehungsweise besser gesagt nebenläufig. Sie kann also Objekte dereferenzieren oder neu referenzieren, währenddem der Collector das Marking vornimmt. Und da kommt eine sogenannte Write Barrier zum Einsatz, die dann in eine Queue oder eine Liste schreibt, welche Objekte bzw. Referenzen jetzt noch manipuliert wurden, damit diese dann in einer kurzen Stop-the-World-Pause auch noch als live markiert werden können. Und so hat man am Schluss diesen Snapshot mit allen referenzierten Objekten zum Start dieser Phase. Dann die Pausenzeiten beim Shenandoah Collector sind jetzt völlig unabhängig von der Heap-Größe und auch vom Live-Set. Das Live-Set, das ist eigentlich die Summe aller Objekte nach dem Garbage Collector Cycle, also alle Objekte, die überlebt haben. Die Zeiten sind unabhängig, da eigentlich alle die Phasen, die abhängig waren von der Heap-Größe, concurrent ausgeführt werden zur Applikation und die Stop-the-World-Pausen, die haben keine Abhängigkeit mehr von der Heap-Größe. Die arbeiten nur noch diese Restanzen ab, die von den Barriers gesammelt wurden. Wie schon erwähnt, gibt es nur noch eine einzelne Generation, dafür mehrere Regions. Der Grund für die Regions ist einerseits, damit mehrere Threads diese unabhängig bearbeiten können. Und andererseits dann auch, um eben einen Nutzen mit dem Caching zu haben auf CPU-Stufe, um möglichst effizient auch allozieren und deallozieren zu können. Der Shenandoah hat, glaube ich, als einziger Collector dann mehrere Heuristiken, die bestimmen, wann der Garbage Collector ausgeführt wird. Das kann man über eine einfache Option auswählen zwischen drei Varianten. Entweder der Collector, der läuft die ganze Zeit, das ist etwas ein Extremfall. Also er läuft eigentlich kontinuierlich im Hintergrund oder er läuft, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, was die Heap-Belastung angeht, also wie viel Speicher bereits belegt ist. Und dann gibt es noch eine dritte Variante, die dann bei Allocation Failures getriggert wird. Das ist auch noch etwas Neues, das ist neu auftritt bei Concurrent Garbage Collector. Man hat plötzlich ein neues Allocation-Failure-Szenario. Das tritt dann auf, wenn die Applikation schneller Abfall generiert, als sie den Garbage Collector wegräumen kann. Weil die Applikation kann ja jetzt während des Aufräumens neuen Abfall erzeugen. So kann es passieren, dass der Garbage Collector gar nicht mehr nachkommt. Und dann kommen diese sogenannten Failure-Modes zum Zug. Da hat der Shenandoah auch mehrere. Der versucht dann als erstes die Allocation-intensiven Threads zu bremsen, indem er jede Belegung des Speichers künstlich verzögert, um einige Millisekunden.
Und so werden automatisch die Threads, die viel Speicher allozieren, stärker gebremst, während rechenintensive Threads, die vielleicht nicht viel Speicher benötigen, mit voller Geschwindigkeit weiterlaufen können. Ein weiterer Failure Mode ist dann das Fallback auf Stop the World Pausen. Das klingt jetzt schlimmer als es ist, weil diese kommen meistens erst zum Zug, wenn ich schon einen großen Teil des Garbage collecten konnte im Concurrent Mode und hat dann einfach eine etwas längere Stop the World Phase, die er anhängt, um den Rest zu bearbeiten und die Applikation zu drosseln. Und im schlimmsten Fall, wenn er gar nicht nachkommt, dann wechselt er dann auf einen Full GC Cycle, der dann auch mal längere Pausen erzeugen kann. Wir haben schon gesehen, die Compaction Phase bzw. die Evacuation läuft jetzt auch nebenläufig zur Anwendung. Hier gibt es wichtige Unterschiede zwischen den Versionen von Shenandoah. Früher bei der Version 1, da wurde noch ein etwas einfacheres Verfahren angewendet mit sogenannten Brooks Pointers. Da wurde jedem Objekt wurde ein zusätzliches Feld hinzugefügt, ein sogenannter Forwarding Pointer oder Brook Pointer, der entweder auf das Objekt selbst zeigt oder auf dessen Kopie. Und dann wurde bei jeder Lese- und Schreiboperation auf den Heap wurde sichergestellt mit Barriers, dass diese nur auf der Kopie arbeiten und nicht auf dem Originalobjekt. Seit Version 2 wurde das weiterentwickelt. Da wurden jetzt die Forwarding Pointers integriert in den Header, der sowieso schon vorhanden ist, von Java her, die jedes Objekt hat. Das heißt, da ist kein Speicheroverhead mehr nötig. Und die Barriers wurden auch vereinfacht. Es ist nur noch nötig, wenn eine Objektreferenz vom Heap geladen wird. Das werden wir im Anschluss noch sehen. Und der Shenandoah hat auch die Eigenschaft, dass er, wenn jetzt Schlaufen hat, die eine Barriere enthalten, dann kann er bestimmen, ob er die Barriere rausschieben kann aus dem Loop, wenn zum Beispiel immer dasselbe Objekt gelesen wird. Da werden wir auch gleich noch sehen, wieso das überhaupt möglich ist, dass er das rausziehen kann. Jetzt hier habe ich etwas visualisiert, wie das aussieht mit diesem Forwarding Pointer. Der wird in das Markword geschrieben, die jedes Java-Objekt auf dem Heap enthält. Die Größe ist architekturabhängig, aber das hat dann noch Platz, ist relativ schwach belegt, ist immer ein Word breit und hat auf jeder Architektur noch genügend Bits frei, um einen Forward Pointer unterzubringen. Beziehungsweise ich muss ja nur erkennen können, schlussendlich, ob ein Forward Pointer oder ein Markword enthalten ist. Die linke Seite, das wäre dann die Region 1, die wir vorher sahen im Slide, und die rechte Seite die Kopie, die Region 2 im früheren Slide. Und das alte Objekt ist jetzt ungültig, weil die Barrier, die stellt sicher, dass immer auf das neue Objekt zugegriffen wird. Und das alte Objekt enthält einfach den Pointer, der dann von den Barriers gelesen wird, um das neue Objekt zu finden. Hier ein Beispiel oder mehrere Beispiele, wann jetzt diese Barrier konkret zum Einsatz kommt. Das ist immer dann, wenn ein Objekt vom Heap gelesen wird, oder besser gesagt, dessen Referenz. Das ist etwas verwirrend zu Beginn, aber wenn man es ein paar Mal angeschaut hat, ist es dann doch relativ klar. Jetzt im ersten Beispiel haben wir ein Object, das auf dem Stack liegt, also eine lokale Variable, und dort wird ein Feld gelesen. Und das Feld selbst liegt natürlich auf dem Heap, weil das Object ist dann nur eine Referenz, die auf dem Heap zeigt. Das heißt, hier wird jetzt effektiv eine Referenz vom Heap gelesen. Jetzt kann es also sein, wenn das passiert, dass der Garbage Collector gerade in der Evakuierungsphase ist, und dann muss die Barrier sicherstellen, dass eben das richtige Objekt gelesen wird und nicht die ungültige Kopie. Bei allen anderen Beispielen ist es aber keine Barrier nötig, weil zum Beispiel beim nächsten Beispiel, da wird nur eine Referenz kopiert, da wird kein Objekt geladen vom Heap, da kann nichts passieren.
Beim nächsten Beispiel mit Do Something, da arbeiten wir mit einer Referenz, die bereits auf dem Stack liegt. Da kann auch nichts passieren, sind nicht vom Heap geladen. Und beim letzten Beispiel, da wird ein Integer vom Heap gelesen. Das Problem tritt aber nur auf bei Object-Referenzen, nicht bei primitiven Typen. Wichtig ist bei den Barriers, die sind immer auf den den häufigsten Fall optimiert. Und der häufigste Fall ist, dass das Objekt, dass eigentlich nichts gemacht werden muss, weil das Objekt entweder nicht kopiert wurde oder weil es die Referenz wurde schon aktualisiert, genau. Die Barriers sind nämlich Self-Healing. Das heißt, wenn eine Barrier das erste Mal getriggert wurde, dann korrigiert sie auch gleich alle Referenzen auf dem Heap, auf das Objekt, sodass sie bei einem zweiten Mal nicht mehr durch den langsamen Pfad laufen muss, sondern gleich durch den schnellen Pfad, den häufigen Pfad durchlaufen kann. Jetzt hier ein ganz High-Level-Beispiel. Ich habe versucht, das in Pseudocode so weit wie möglich zu abstrahieren. Die Details sind natürlich relativ komplex, die könnt ihr gerne in den Referenzen nachlesen. Das ist die Shenandoah-Variante. Der oben bestimmt jetzt, ob er jetzt den schnellen und den langsamen Pfad durchlaufen kann, indem er bestimmt, ob wir jetzt in der Evakuierungsphase sind und ob das Objekt überhaupt im Collection Set ist. Das heißt, ist es ein Objekt, das evakuiert wird oder wurde? Und dann auch, ob die Adresse schon überschrieben wurde, also remapped, beziehungsweise mit der neuen Adresse ersetzt wurde. Jetzt, wenn das alles erfüllt ist, das heißt, wir haben, der Collector ist am Evakuieren, das Objekt wird verschoben und es wurde noch nicht, die Referenz wurde noch nicht aktualisiert, dann wird das Objekt kopiert und dann kommt ein relativ Low-Level-Konstrukt zum Zug, ein Copy and Store oder eine Copy and Store Instruction, die auf allen modernen CPUs verfügbar ist. Diese kopiert dann, also wie vergleicht den Forwarding Pointer und den jeweiligen Adressen. Und wenn der, den Zielwert, oder besser gesagt, wenn der Wert noch gleich ist wie der erwartete, dann wird die neue Referenz zurückgegeben. Und wenn nicht, haben wir ein neues Szenario, das auftreten kann. Es kann nämlich sein, dass jetzt entweder der Garbage Collector oder ein anderes Thread der Applikation dem zuvor kam und das Objekt schon verschoben oder besser gesagt kopiert hat und den Pointer schon aktualisiert hat. Und dann wird einfach der neue Forwarding Pointer ausgelesen, weil in dem Fall wurde in der Zwischenzeit ja ins Objekt reingeschrieben. Und die neue Kopie, die wäre dann wieder Abfall, die wird im nächsten Zyklus gelöscht, weil sie nicht mehr referenziert ist. Also man hat dann im Extremfall mehrere Kopien des Objekts, aber nur eine ist gültig am Schluss. Aufgrund dieses Compare and Stores Statements hier. Schauen wir uns mal an, in welchen JDKs Shenandoah verfügbar ist. Es ist hier etwas schwieriger, weil Oracle hat sich entschieden, diesen nicht zu inkludieren in ihren Builds, mit der Begründung, dass sie ihn nicht supporten wollen, da er nicht von ihnen stammt. In den Red Hat Builds ist er immer enthalten und in OpenJDK ist er ab Version 12 enthalten. Wichtig ist dabei noch zu sehen, bei 8 und 11 sind Longtime Support Releases, dort ist er ready for production, weil Red Hat, die portieren immer die neuesten Features und Bugfixes zurück auf die LTS-Versionen. Leider ist es nicht in allen Releases enthalten, also wenn ihr ein OpenJDK 8 oder 11 von Adopt OpenJDK zum Beispiel runterlädt, ist er noch nicht enthalten. Erst ab Version 12, also das geht wirklich nur auf den Red Hat oder Gentoo Systemen. Dann ab OpenJDK 15, das kürzlich rauskam im September, wenn ich das richtig im Kopf habe,
Da ist er allgemein dann in allen Builds außer bei Oracle enthalten und ready for production eingestuft. Ist aber ein Short-Term-Support-Release, also da müsstet ihr dann upgraden auf die nächste Version, wenn die rauskommt. Thomas, gibt es Fragen zum Shenandoah Garbage Collector? Ja, also wir haben zwei Fragen zum Shenandoah konkret. Wie stark beeinflusst Shenandoah den Applikations-Throughput durch diese Load-Barriers? Das ist eine gute Frage, das kommt gleich in den folgenden Slides, ist maximal 15%. Okay. Kann aber auch tiefer sein. Ja. Und bei den Hilfestellungen wird das dann ein Kriterium sein. Gut. Die Frage ist von Lukas Blumschi und er hat jetzt gleich nachgelegt mit einer zweiten Frage zu Shenandoah. Ist Shenandoah in den Adopt OpenJDK Builds enthalten? Nein, Shenandoah ist erst, oder beziehungsweise besser gesagt, ab Version 12 ist es enthalten in Adopt OpenJDK. Vorher nicht, leider. Okay, gut. Und dann haben wir noch von Alexandre Maurer eine Frage, wie werden die GCs validiert? Gibt es Standard-Test-Suites oder eine Art Zertifizierung? Genau, es gibt ja eigentlich allgemein die Zertifizierung TCK und GCK, die die ganze Virtual Machine testet, ob diese das korrekte Verhalten hat und so funktioniert wie spezifiziert. Und das umfasst natürlich auch den Garbage Collector. Und da muss man wirklich aufpassen, weil nicht alle OpenJDK Builds sind zertifiziert. Die von Adopt OpenJDK sind zertifiziert und die von Red Hat. Und ansonsten muss man genau schauen, natürlich die von Oracle. Und ansonsten muss man schauen, ob die zertifiziert sind. Die von Azul kommen noch in den Sinn, die sind auch zertifiziert, also die Azul Zulu JDKs. Die anderen muss man immer schauen, ob sie zertifiziert sind. Ansonsten ist man nicht sicher, ob das Verhalten korrekt ist. Das gilt ganz allgemein für die Virtual Machine. Mhm, danke. Das ist im Moment von der Fragenfront. Danke. Dann fahre ich mit dem Z-Garbage Collector weiter. Diese wurde von Oracle entwickelt, ursprünglich als proprietäre Erweiterung gedacht. Ist stark inspiriert von Azul C4 Garbage Collector, der heißt auch Pauseless Garbage Collector. Er ist natürlich nicht völlig pauseless, die Pausen sind einfach dort auch sehr kurz, im Mikro- bis Millisekundenbereich. Er hat sehr ähnliche Konzepte, aber natürlich geschützt durch das Patent. Die Pausenzeiten sind hier wie bei Shenandoah unabhängig von Heap- und Liveset-Größe. Und er hat auch eine einzige Generation und mehrere Regions, wie schon angetönt, sind die verschieden groß, um hier stärker optimieren zu können. Jetzt im Gegensatz zu Shenandoah verwendet er einen etwas anderen Ansatz, um die Concurrency zu implementieren bei der Compaction und der Remapping-Phase. Er verwendet zwar auch Load Barriers, sehr ähnlich wie bei Shenandoah, aber er verwendet keine Forwarding Pointers auf dem Heap. Stattdessen verwendet er sogenannte farbige oder Colored Pointers oder Zeiger. Wir werden gleich sehen, diese Designentscheidung hat gewisse Nachteile. Es funktioniert nur auf 64-Bit-Systemen, weil die Pointer Platz brauchen, für diese Farben zu speichern. Und entsprechend kann man auch keine Compressed Oops, also komprimierten Zeiger einschalten, weil es keinen Platz mehr hätte für diese zusätzlichen Bits. Und die Forwarding Pointers werden dann immer noch benötigt natürlich, um die kopierten Objekte zu finden. Die werden jetzt aber außerhalb des Heaps aufbewahrt hier. Leider ist die Dokumentation nicht überall gleich detailliert wie bei Shenandoah. Also ist zum Beispiel das Failure-Verhalten ist nicht ausführlich dokumentiert. Das ist passiert, wenn die Applikation schneller Abfall produziert, als der Garbage Collector wegräumen kann. Eine Variante wird sicher auch sein, dass er auf Full Cycles zurückfährt, aber dazwischen ist nicht klar, dass er noch unterstützt. Man kann auch nichts konfigurieren in dieser, bei den Failure Modes, es ist einfach fix. Ich habe vorhin bei der Übersicht gesehen, dass Linux Support ab JDK 11 enthalten ist. Bei JDK 14 kommt dann noch Windows und Mac Support dazu.
Jetzt die funktionieren diese farbigen Zeiger. Ein Zeiger, wenn 64 Bit breit ist, dann sind nur etwa 44 Bit belegt davon. Ich sage etwa, weil es hängt von der Java-Version ab. Das hat geändert bei JDK 13 von 42 auf 44 Bit. Deshalb seht ihr auch manchmal noch Dokumentationen, die 42 Bit Adressen haben und 18 unbenutzte Bits. Und genau, also die Objektadresse, die belegt nicht den ganzen Speicher und jetzt benutzt er einfach 4 dieser Bits, um den Status der Objekte zu tracken auf dem Heap. Und zwar hat er 2 Marked-Bits. Der Grund ist, beim Shenandoah kann die letzte Phase, die Remap-Phase, kann parallel schon wieder zur nächsten Marking-Phase stattfinden. Und dann muss er wissen, ob jetzt das Objekt in dieser Mark-Phase oder in der letzten markiert wurde. Deshalb die 2 Bits, die alternieren immer mit jedem Marking-Durchlauf. Und dann trackt er, ob das Objekt schon remapped wurde. Das trackt er jetzt nicht mit dem Forwarding-Pointer auf dem Heap, sondern hier im Zeiger in mit diesem Bit. Und schlussendlich noch, ob das Objekt finalisierbar ist, das heißt keine Referenzen mehr hat, das heißt im letzten Status des Lebenszyklus ist und Finalizer aufgerufen werden können und so weiter. Und die restlichen Bits sind immer noch unbelegt, das sind 16 Bits übrig und ich sehe jetzt auch, wenn man keinen 64-Bit-Pointer hat, also zum Beispiel auf einer 32-Bit-Architektur, da hat es keinen Platz und deshalb kann das dort nicht implementiert werden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, aber Moment jetzt mal, jetzt hat er plötzlich dasselbe Objekt, hat jetzt plötzlich 4 verschiedene Zeiger, nämlich mit allen Bits 0 und dann aber noch zusätzlich mit jeweils einem Bit gesetzt. Es kann immer nur ein Bit gesetzt sein, die anderen Status, die sind nicht gültig. Also ein Objekt kann nicht gleichzeitig marked und finalizable sein und es kann auch nicht beide Mark-Bits gesetzt haben. Auf gewissen CPU-Architekturen kann man jetzt der CPU sagen, sie soll diese Bits ausmaskieren, aber auf den verbreitetsten Architekturen, wie zum Beispiel x86-64, ist das nicht unterstützt. Deshalb wird hier ein Trick verwendet. Der Speicher wird einfach mehrfach im Virtual Memory gemappt. Und zwar an 4 Orten, das heißt, der Virtual Memory vervielfacht sich dann, das ist aber kein Problem, weil der physische Speicher ist immer noch dasselbe dahinter. Es zeigt dann einfach vierfach auf dasselbe Objekt am Schluss. Hat natürlich den Vorteil, dass hier kein Overhead anfällt, weil das ist dann der CPU integriertes Memory Mapping. Jetzt die Load Barrier sieht jetzt hier sehr einfach aus, aber das liegt einfach daran, dass die ganze Komplexität im Slow Pass verborgen ist. Dieser ist so komplex, dass ich den hier nicht vernünftig abbilden kann. Da verweise ich gerne auf die Referenzen unten. Der Entscheid ist aber jetzt sehr einfach. ZGC muss nur den Zeiger anschauen und kann aufgrund dieser 3 Bits bestimmen, ob es eine Aktion bedarf oder ob das Objekt in einem guten Zustand ist. Also hier schaut jetzt zum Beispiel, aha, ich bin gerade in der Marking-Phase und das Objekt ist noch nicht markiert, also muss ich hier tätig werden. Oder ich bin am Evakuieren und das Objekt ist noch nicht als Relocate markiert, dann muss ich tätig werden. Der Slow Pass hängt also stark dann von der Collector-Phase ab. Jetzt ZGC, das ist in etwas weniger JDKs verfügbar. Der Grund ist hier, es gibt keine Backports. Ihr müsst immer auf das neueste JDK upgraden, wenn ihr Bugfixes und neue Features haben wollt. Im Gegensatz zu Shenandoah, wo ihr zumindest auf den Red Hat Builds von den Backports profitieren könnt und immer den neuesten Garbage Collector habt. Also hier habt ihr eigentlich nur das OpenJDK 15 zur Auswahl momentan, das als Production Ready eingestuft ist mit ZGC Support und vorher ist es experimentell. Und es gibt auch in der Zwischenzeit keine Updates mehr, das heißt, der Lifecycle ist hier End of Life bei 11 bis 14.
beziehungsweise Elf ist ein LTS, es wird noch supported, aber der Garbage Collector wird nicht updated von Oracle, der ZGC, weil er nicht production ready ist im OpenJDK 11. Das heißt, es bleibt wirklich nur 15 übrig für produktiven Betrieb. Ist nicht so schön, weil man will ja nicht unbedingt eine Short-Term-Support-Version in der Produktion haben. Thomas, gibt es Fragen zum ZGC? Eine neue Frage nicht, aber Stefan Ferstl hat eine Anmerkung da deponiert, und zwar zum Thema TCK. Er hat gesagt, Adopt OpenJDK ist nicht TCK zertifiziert und hat einen Link dazu getan, wo Adopt OpenJDK das Projekt dazu Stellung nimmt. Und es schaut tatsächlich so aus, dass die Lizenzbedingungen von Adopt OpenJDK und Oracle, dass die nicht kompatibel sind und man da noch keine Lösung gefunden hat. Also sie machen irgendwie eigene Qualitätskontrolle offenbar. Ah, das ist sehr spannend, weil das habe ich anders gelesen. Dann schaue ich mir das gerne an. Das kann auch sein, dass es geändert hat in der Zwischenzeit. Also ich bin sicher, das gelesen zu haben, dass die zertifiziert sind, zumindest bestimmte Builds von ihnen. Genau, also ich kann das auch nicht weiter kommentieren. Ich habe das einfach auf dieser Webseite effektiv so vorgefunden. Ja. Genau, schaue ich mir gerne an. Danke, Stefan. Danke auch. So, dann schauen wir, ja, wie kommt man jetzt in diesem Wald, wie findet man sich jetzt in diesem Wald von Garbage Collectors zurecht? Zuerst einmal, wenn man einen sehr kleinen Heap hat, dann ist die Wahl eigentlich einfach, die fällt dann auf Serial GC. Der Grund ist ganz einfach, dass sich die zusätzliche Komplexität, die zahlt sich nicht aus, wenn der Heap so klein ist. Dann, wenn man nur eine CPU hat, dann zahlen sich wiederum die Concurrent Garbage Collector nicht aus, weil sie haben ja gar keinen zweiten Core, wo sie nebenläufig laufen könnten, müssen also die Applikation sowieso unterbrechen. Bedenkt aber, dass man mit langen Pausen leben kann, weil die sind nicht vermeidbar bei Serial Garbage Collector. Dann, wenn man maximalen Durchsatz haben will, wie zum Beispiel bei Batch Jobs, oder sonst Hintergrundverarbeitungen, dann ist der Parallel Garbage Collector das Mittel der Wahl, weil dieser hat zwar lange Pausen, aber die sind nicht relevant bei Hintergrundverarbeitungen und der hat den höchsten Durchsatz. Wir werden Zahlen gleich noch sehen dazu. Wenn man die tiefste Latenz braucht und es okay ist, wenn dafür der Durchsatz etwas reduziert ist, dann ist Shenandoah oder ZGC angezeigt. Außer man ist auf einem alten JDK, dann bleibt eigentlich nur Shenandoah, vorausgesetzt man hat ein Bild, der ihn enthält. Das ist natürlich auch möglich, das selbst zu bilden, denn Shenandoah ist wirklich upstream enthalten, ist einfach in den Builds nicht aktiviert. Dann, wenn man einen großen Heap hat, da können jetzt wirklich Shenandoah und ZGC auch ihre Vorteile ausspielen. Zumindest, wenn man gleichzeitig kurze Pausen benötigt noch. Und Shenandoah, die werben auch gerne noch, dass sie auch auf wirklich langsamer Hardware, wie einem Raspberry Pi, immer noch Millisekunden lange Pausen haben. Die wachsen also da auch nicht stark an und sind deshalb auch im Embedded-Umfeld interessant. Bei ZGC ist da ein Fragezeichen, weil die meisten Embedded-Umgebungen sind natürlich 32-Bit. Oder werden nicht unterstützt von ZGC, weil er ist primär auf Linux ausgerichtet und hat auch immer auf Linux die neuesten Feature. Und danach kommen Windows und macOS und andere Architekturen sind im Moment nicht oder nicht produktiv unterstützt. Und für alle anderen Fälle, da kommt der Garbage First Collector. Eigentlich kann man da empfehlen, der ist sehr ausbalanciert zwischen Durchsatz und Latenz. Und hat auch einen weiten Bereich, wo er getuned werden kann, in die eine oder andere Richtung, das heißt kürzere Pausen oder höherer Durchsatz. Jetzt hier die versprochenen Zahlen, was Durchsatz und Pausenzeiten anbelangt, das sind die sogenannten Design Goals, also so wurde der Garbage Collector entwickelt, dass er diese Zahlen in den allermeisten Fällen unterbieten kann.
Der Serial Garbage Collector, der unter Parallels sind, wie erwähnt, auf Durchsatz optimiert. Die haben da ein Ziel von 99%. Die haben beide kein Design-Goal für Pausenzeiten. Bei Serial GC werden wir im Tuning sehen, nachher sind die Optionen auch sehr beschränkt, was man da machen kann bezüglich Pausenzeiten. Beim Parallel Garbage Collector gibt es ein Pausenziel, das man konfigurieren kann. Es ist aber natürlich recht eingeschränkt, was der Collector da machen kann, um das zu erreichen. Beim Garbage First das sind wir dann bei 90% Durchsatz und 200 Millisekunden Pausen. Und das kann man dann, wie gesagt, tunen in die eine oder andere Richtung. Übrigens, wenn jetzt die Pausenzeit überschritten wird und gibt es keine Exception oder ähnliches, dann ist einfach die Pause länger. Und in der Regel muss man dann in den Logs schauen gehen, warum die Pausen jetzt länger sind. Das hat meistens Gründe, dass eben zum Beispiel der Garbage Collector nicht nachkommt mit Aufräumen oder der Heap ist zu klein und so weiter. Und jetzt bei Shenandoah und ZGC, die haben beide ein 85% Durchsatzziel und beide haben auch dasselbe Pausenziel von maximum 10 Millisekunden. Die Pausen sind in der Regel aber deutlich kürzer, wie gesagt, Mikro bis einige Millisekunden. Und der Epsilon Garbage Collector hat natürlich eben als Baseline hat er 100% Durchsatz und 0 Millisekunden Pausen, weil er ja nichts wegräumt. Das sind die Designziele, diese können abweichen, je nach JDK-Version, was wirklich konfiguriert wird. Da könnt ihr unten mit dieser Option könnt ihr alle Flags ausgeben lassen, die jetzt gültig sind auf eurem JDK. Da kommen mehrere hundert Optionen raus. Da müsst ihr mit Grep oder Ähnlichem dann die entsprechenden Garbage Collector Optionen suchen, welche Durchsatz- und Pausenzeiten jetzt gesetzt sind. Jetzt als allgemeine Empfehlung sehe ich folgendes Vorgehen. Das ist mehr oder weniger auch eine Zusammenfassung aus verschiedenen Referenzen und Erfahrungen. Zuerst würde ich die Maximalgröße setzen, basierend, wenn man das kennt, basierend auf der Live-Set-Größe, also wie groß ist der Heap nach der Garbage Collection und wie viele Objekte werden alloziert. Da vielleicht wichtig noch, wenn man mehr Cores hat, kann die Applikation schneller Garbage produzieren, also braucht man tendenziell mehr Heap. Wenn ihr das nicht wisst, dann müsst ihr einfach ausprobieren und dann monitoren. Dazu später noch kurz was. Dann für den Parallel und den Garbage First Collector dann empfehle ich, dass wenn ihr eine Anforderung habt und nur dann das maximale Pausenzeitziel zu setzen oder das Durchsatzziel, aber nicht beide gleichzeitig, weil die stehen im Widerspruch zueinander. Weil der Garbage First Collector, der reduziert dann die Heap-Größe und die Generations, wenn er die Pausenzeiten verkürzen soll, weil dann läuft der Garbage Collector schneller durch und er vergrößert den Heap, wenn er mehr Durchsatz haben will, dass er weniger oft Garbage collected. Alle anderen Optionen sollte man zuerst mal auf Default lassen, weil die Ergonomie-Subsysteme, die wurden deutlich weiterentwickelt und die tunen alle anderen Optionen selbst. Und da sollte man erst Einfluss nehmen, wenn etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Inklusive die untere Heap-Grenze, das ist auch ein Tuning-Faktor, der dann vom GC-Ergonomics verändert wird. Also der Heap wird zum Beispiel geschrumpft, verkleinert, wenn die Pausenzeiten verkürzt werden sollen, sofern das natürlich möglich ist. Wenn jetzt ein Ziel nicht erreicht wird, kommen auf den nächsten Slides Hinweise. Wenn es danach immer noch nicht geht, dann verweise ich gerne auf die Referenzen, wo dann weitere Tuning-Hinweise sind, die dann mehr ins Detail noch gehen bei den einzelnen Garbage Collectors. Beim Serial Garbage Collector sind, wie gesagt, die Optionen extrem beschränkt. Wenn das Durchsatzziel nicht erreicht wird, also ihr habt keinen fast maximalen Durchsatz, dann bleibt nichts anderes übrig, als die Heap-Größe zu vergrößern, weil dann wird der Garbage Collector weniger oft ausgeführt, entsprechend läuft die Applikation zu einem höheren Prozentsatz.
Sind die Pausenzeiten zu lang, dann bleibt nichts anderes übrig, als den Garbage Collector zu wechseln. Ihr könnt da vielleicht noch versuchen, die Heapgröße zu verkleinern, aber meistens habt ihr eh eine sehr kleine Heapgröße, wenn ihr den Serial GC gewählt habt. Beim Parallel Garbage Collector hat man neu die Möglichkeit, das Pausenzeitziel zu setzen, also das Maximum, das man gerne haben möchte. Daneben bleibt natürlich die Option, die Heapgröße zu vergrößern, um das, den Durchsatz zu steigern. Und wenn die Pausenzeiten zu kurz sind, setzt man, wie gesagt, dann das Pausenzeitziel. Genau. Und hier der Parallel Garbage Collector hat eigentlich fast als einzige Option, kann der den Heap verkleinern, wenn die Pausenzeiten überschritten werden. Oder dann noch die Generation Sizes verändern. Sonst hat er keine Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen. Beim Garbage First Collector, ich merke vielleicht, ich überspringe den CMS Collector, weil er deprecated ist und der auch sehr komplex ist zum Tunen, den empfehle ich nicht mehr zu verwenden. Beim Garbage First Collector, da kann man wiederum den Heap vergrößern, um den Durchsatz zu erhöhen. Oder auch das Pausenzeitziel vergrößern. Weil wenn die Pausenzeit steigt, das heißt die Pausen länger werden, dann sinkt, dann steigt auch parallel der Durchsatz. Weil halt dann der Garbage Collector in diesen längeren Pausen mehr abräumen kann und dafür dann weniger oft ausgeführt wird. Sind die Pausen zu lang, dann hat man hier die Option, die Pausenzeit mit dem Ziel zu verkleinern. Das ist keine Garantie, das ist einfach wie ein Wunsch, was man erreichen will. Und irgendwann ist es ausgeschöpft, entweder reicht es oder nicht. Und sonst müsste man dann ausweichen auf die Referenzen. Und ein wichtiger Faktor beim Garbage First Collector ist noch, der führt noch String Deduplication durch, wenn das aktiviert ist in der Compaction Phase. Und das kann sehr zeitaufwendig sein und größere Latenzen verursachen. Das heißt, eine der ersten Optionen wird dann sein, das zu deaktivieren, wenn ich zu große Pausen habe. Jetzt die Concurrent Garbage Collector, die haben ganz andere Ergonomics- und Tuning-Optionen als gewohnt, weil halt auch die Zusammenhänge jetzt anders sind. Die Pausen sind nicht mehr heapgrößenabhängig, also bringt es auch nichts mehr an der Heapgröße rumzuschrauben. Stattdessen kann man bei ZGC, wenn jetzt der Durchsatz zu tief ist, dann kann man die Anzahl Garbage Collector Threads reduzieren, damit der Garbage Collector weniger stark mit den Applikationsthreads konkurrenziert und mehr Ressourcen für die Applikation übrig bleibt. Muss man aber aufpassen, dass man dann nicht in die Allocation Failures läuft. Es ist in der Regel schon recht gut getuned von ZGC selbst. Also da empfehle ich dann, die Logs anzuschauen oder das zu monitoren, ob man nicht eine erhöhte Anzahl Allocation Failures hat. Wenn die Latenz zu hoch ist oder vermehrt Allocation Failures auftreten, da kann man die Heap Size vergrößern mit der Überlegung, er hat vielleicht zu wenig Speicher, um jetzt hier schnell genug Speicher anzusammeln, und die Fehler kommt dann daher, dass er keinen freien Speicher mehr hat, effektiv. Oder man kann die Anzahl Garbage Collector Threads natürlich erhöhen, im Gegensatz zur oberen Option. Heißt dann natürlich, dann sinkt dann der Durchsatz, weil mehr Garbage Collector Ressourcen zugewiesen sind. Bei Shenandoah sieht es nochmal etwas anders aus. Da gibt es eigentlich nur die Option, dass die Latenz trotzdem zu hoch ist, trotzdem Designziel, dass es überschritten wird. Dann ist die Empfehlung, die Heapgröße zu vergrößern, damit er mehr Freiraum hat, um zu arbeiten. Dann kann man auch an den Heuristiken eine andere Heuristik auswählen, dass der Garbage Collector öfter ausgeführt wird. Das ist da in der Referenz detailliert beschrieben. Und dann habe ich ja vorher erwähnt, der Shenandoah verlangsamt künstlich die
Threads, die viel Speicher allozieren. Da kann man auch am Delay nachschrauben, wie lange die verzögert werden maximal. Und so natürlich die Allocation-Geschwindigkeit reduzieren. Das Schöne bei der letzten Option ist, es betrifft dann nur bestimmte Threads, die auch Speicher allozieren, und der Rest läuft normal weiter. Jetzt, damit ihr überhaupt merkt, ob ihr tunen müsst, ob ihr Allocation Failures habt oder ob, wie lang die Pausenzeiten sind, das ist nicht immer so einfach zu sehen, weil die Latenzen, die können ja auch andere Ursachen haben. Da gibt es einerseits natürlich die Garbage Collector Logs, die enthalten die detailliertesten Informationen, die der Garbage Collector zur Verfügung stellt. Das sind wirklich alle Phasen detailliert gelockt, wie lange die dauern, was der Grund ist für die Allocation Failures und so weiter. Weiter habt ihr über die Managed Beans gewisse Informationen, aber das ist nur ein Subset der Informationen, die in den Logs sind. Und die Schwierigkeit hier ist jetzt auch, dass jeder Garbage Collector das anders reportet und der andere Metriken exposed. Da müsst ihr effektiv beim konkreten Garbage Collector die Logs vergleichen mit den Managed Beans. Aufgrund der Referenzen dozert ihr, was für Metriken abgefragt werden können. Und dann seht ihr, was effektiv reportet wird vom konkreten Garbage Collector. Dann empfehle ich, ein Tool zu verwenden, um die Logs besser interpretieren zu können. Ich habe hier ein Open-Source-Tool verlinkt. Es gibt auch kommerzielle Online-Dienste. Da könnt ihr das Tool eurer Wahl nehmen, um die Logs zu analysieren. Die machen dann auch eine statistische Auswertung, dass ihr hier nicht die Logs von Hand analysieren müsst. Dann ist natürlich spannend ist, wenn ihr zum Beispiel Prometheus im Einsatz habt, da könnt ihr Mikrometer verwenden. Das verwenden wir bei uns, eigentlich bei allen neuen Projekten, um alle möglichen Metriken über die JVM zu sammeln und mit Prometheus zu monitoren. Und ganz neu, aber Version 1.6 unterstützt es auch ZGC und Shenandoah und gibt dort entsprechende Werte aus. Als ich das letzte Mal getestet habe, waren aber alle Phasen noch als Pausen ausgewiesen, auch solche, die keine Pausen waren. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei 1.6 schon besser ist, wäre sicher wert, das anzuschauen. Und dann sehr spannend ist natürlich jetzt auch die Garbage Collector Metriken gegenüberzustellen mit den restlichen Metriken vom System, auf dem die JVM läuft, und mit den JVM Metriken selbst, um zu sehen, wie die Latenz zum Beispiel mit den Pausen korreliert oder wie der Durchsatz mit anderen Metriken wie CPU-Auslastung korreliert, um zu bestimmen, ob jetzt effektiv der Garbage Collector die Ursache ist oder etwas anderes. Gibt es neue Fragen, Thomas? Ja, die gibt es, und zwar von Alexandre Maurer. Nein, ist die oberste. Was ist deine Strategie, wenn du den GC austauschen willst? Also bei einer Applikation, die schon auf Produktion läuft. Vieles merkt man ja nur in der genauesten Testumgebung, also der Produktion. Wie reduzierst du das Risiko? Ja, das ist kein triviales Problem. Wir haben das auch ab und zu, und das machen wir zum Teil so, dass wir eine identische Umgebung raufziehen, dann den Traffic aufzeichnen von der Produktion, dass wir wirklich ein Verhalten simulieren können, das realistisch ist, und das abspielen auf dieser Kopie der Produktion. Weil nur so ist sichergestellt, dass man einen möglichst echten Test hat. Zum Teil verwenden wir auch synthetische Lasttests, aber die haben natürlich ein gewisses Restrisiko, dass man dann nicht alle Fälle erwischt und nicht dasselbe Verhalten erzeugen kann. Jetzt das konkrete Tool, weiß ich gerade nicht, da müsste ich nachfragen im Projekt, das Sie eingesetzt haben, um den Traffic aufzuzeichnen. Gibt aber verschiedene Varianten, wie man das umsetzen kann. Mhm. Dann die nächste Frage von Markus Schlegel. Hast du Erfahrungen mit Stringdict Application in Applikationen mit großen Heaps? Also hattest du Fälle, wo String-Duplikation was gebracht hat?
Nein, das habe ich nicht. Das ist meistens deaktiviert. In der Referenz, die ich verlinkt habe, dort, berichtet aber Uber über ihre Erfahrungen und dann eben auch über die Probleme, die sie damit hatten und dass sie das dann als Ursache ihrer Latenzprobleme identifiziert haben. Ich selbst habe jetzt aber keine Erfahrungen mit Vor- und Nachteilen. Johannes Frank wagt den Blick nach außerhalb der JVM zum Betriebssystem. Welche GCs erlauben eigentlich Memory Reclamation durch das OS? Oder hängt das gar nicht vom verwendeten Garbage Collector ab? Doch, das hängt vom Garbage Collector ab und das kommt in einem der nächsten Slides. Okay, gut. Dann noch aktuell die letzte Frage, wieder von Alexandre Maurer. Gibt es nicht fertige Profile, welche die Konfiguration vereinfachen? Also, dass ich nicht direkt eigentlich diese Detailparameter irgendwie steuern muss, sondern dass ich irgendwie grob einfach sagen kann, was für einen Typ habe ich? Also irgendwie Low Latency oder XXL Heap und dann soll da der passende GC gewählt werden. Ja, das ist eigentlich inzwischen gegeben durch die Wahl des Garbage Collectors und dann einfach die Default-Einstellungen mal drin lassen. Die Wahl bestimmt eigentlich schon, ob man Low Latency oder Large Heaps adressieren kann. Also bei Large Heaps kommen nur ZGC und Shenandoah in Frage und die sind weitgehend für Autotuning ausgelegt. Man greift erst ein, wenn man ein Problem dann hat. Okay, Also gut, danke. die Idee ist wirklich, mit den Defaults zu starten und das ist viel einfacher als mit älteren Collectern wie CMS zum Beispiel. Danke. Das ist's von den Fragen im Moment. Gut, danke. Dann gehe ich weiter, wie sich der Garbage Collector in den Containern verhält. Hier ist sie schon angetönt, hängt es von der Version ab. Da muss man eine aktuelle Version haben, dann schaut die auf die Limiten, die gesetzt sind im Docker oder im Kubernetes, OpenShift und so weiter und nimmt dann diese, um den zu wählen. Eben wichtig daran denken, wenn ihr einen Core assigned habt, erhält ihr den Serial GC, außer ihr übersteuert das, auch wenn der RAM kleiner als 1,75 GB ist. Wenn ihr ein Red Hat Image habt oder Fabricate Image, dort ist noch ein Skript integriert. Dieses übersteuert die Logik des Ökonomiesubsystem und wählt den Parallel Garbage Collector, außer ihr übersteuert es wieder. Und es konfiguriert auch den Max-Heap aufgrund der Limite im Container. Das heißt, dort ist das Verhalten noch etwas abweichend von der Ergonomics und da empfehle ich auf jeden Fall das Image anzuschauen, ob das nicht etwas Ähnliches enthält. Da gibt es diverse Docker-Images, die ein Skript enthalten, das beim Start eigene Einstellungen vornimmt. Dass ihr zumindest wisst, was passiert und nicht plötzlich überrascht seid dann, ah, der läuft ja mit Serial GC und wieso sind jetzt die Pausen so lang? Da könnt ihr auch sonst mit der Option, die ich vorhin gezeigt habe, die spuckt auch aus, welchen Garbage Collector automatisch selektiert wurde. Könnt ihr also so überprüfen innerhalb des Containers. Jetzt hier eben so wieder ein Trade-off im Container. Ihr könnt einerseits die Performance optimieren, indem ihr zum Beispiel die Minimum Heap Size auf das Maximum setzt. Das heißt dann aber auch, dass der Speicher immer allokiert bleibt. Je nachdem kann es zu höheren Kosten führen. Dann empfehle ich dann auch, die Always Pre-Touch Option einzuschalten. Diese bewirkt, dass der gesamte Memory mit 0 beschrieben wird und so effektiv mit RAM hinterlegt wird. Vorher ist das nicht der Fall. Der Speicher ist auf den meisten modernen Systemen lazy allokiert, erst wenn er beschrieben wird. Und das kann zu Latenz führen, dann, wenn eine Seite das erste Mal beschrieben wird. Hingegen, wenn ihr den Speicher minimieren wollt, dann braucht ihr eben einen Garbage Collector mit Page Release. Und das sind also Garbage First ab JDK 12, das wurde dort neu eingeführt, oder Shenandoah und ZGC, beide können den Speicher sehr zeitnah freigeben an das OS zurück. Heißt dann auch, dann dürft ihr die Minimum Heap Size natürlich nicht setzen, damit der Speicher effektiv zurückgegeben wird. Dann habt ihr euch vielleicht auch gefragt, ja Moment, im Container, da ist auch GraalVM zunehmend eine spannende
Alternative mit Native Image zum Beispiel. Dort ist die Welt eine ganz andere. In der Community Edition habt ihr nur Serial GC zur Auswahl, keinen anderen Garbage Collector. Das heißt, die Community Edition von GraalVM Native Image ist nur für kleine Stacks, für kleine Heaps geeignet, nicht für größere. Die Enterprise Edition hat auch einen Garbage First Collector. Wobei, da ist noch anzumerken, das sind nicht dieselben Garbage Collector wie im OpenJDK. Das sind Reimplementationen in Java. Das ist dort möglich, da der Code ja direkt auf Maschinencode übersetzt wird. Dabei ist auch zu beachten, bei länger laufenden Prozessen kommt das Native Image, auch wenn man es vielleicht ursprünglich erwartet, nicht an die Performance von OpenJDK Just-in-Time Compiler heran, weil die dynamischen Optimierungen zur Laufzeit fehlen. Es gibt zwar in der Enterprise Edition noch so ein Profile Guided Optimization, wo man bestimmte Abläufe aufzeichnet und so die Optimierung verbessern kann, aber die Cheat ist immer im Vorteil, weil sie zur Laufzeit Informationen sammeln kann, welches die wichtigsten die wichtigsten Pfade sind, die durchlaufen werden und welche wie stark optimiert werden müssen. Dann zum Abschluss noch ein Thema, das noch reinspielt bei der Garbage Collection, ist die Finalization. Das ganze Finalization-Konstrukt ist deprecated. Der Grund hier ist, dass es immer Schwierigkeiten gab, weil es gibt keine Ordnung, in welcher Reihenfolge die Objekte finalisiert werden. Entsprechend ist es schwierig, wenn die Objekte voneinander abhängen. Gibt Concurrency Issues. Außerdem kann das Objekt geleakt werden, das finalized wird und plötzlich wieder live werden während des Finalization Prozesses. Und so dann wieder zu weiteren Problemen führen. Stattdessen ist die Empfehlung, manuelle Cleanup-Methoden zu verwenden, falls möglich mit Auto-Closable und Try with Resources. Falls es nicht möglich ist, gibt es auch Third-Party-Libraries, die via Referenz-Counting helfen können, die Resource-Leaks zu identifizieren im Code. Und bei komplexen Anforderungen, wenn man zum Beispiel wissen muss, wann jetzt ein großer Speicherbereich freigegeben wird, oder sonst irgendeine komplexe Aufräumaktion implementieren muss, dann ist die Empfehlung, Phantom References und Reference Queues zu verwenden. Dort können die Referenzen nicht mehr geleakt werden, die ist nämlich nicht mehr verfügbar, das zu löschen Objekts. Stattdessen kommt eben diese Phantom Referenz zum Zug als Platzhalter und dann kann man dort mit eigenen Metadaten und einem eigenen Mechanismus die Aufräumaktion sauber implementieren. Und die Referenz hat dann auch ein Beispiel, wie das aussehen kann. So, das war dann das letzte Slide. Es ging etwas länger als geplant. Ja, wie geht es jetzt weiter für euch? Ihr könnt die Referenzen anschauen auf den Slides, um mehr Informationen zu erhalten. Das war jetzt trotz alledem nur ein grober Überblick über die neuen Garbage Collector. Da gibt es viel mehr Informationen dazu noch. Ihr könnt Benchmarks anschauen, da seht ihr dann auch Beispiele, wo dann auch die neuen Garbage Collector trotzdem ihre Design Goals übersteigen oder wo dann plötzlich Latenz vom Garbage Collector erzeugt wird, ohne dass er eine Pause hat. Das sind aber wirklich dann sehr spezielle Use Cases mit sehr großen Heaps zum Beispiel. Ihr könnt natürlich jetzt versuchen, eure eigenen Garbage Collector anzuschauen und diese zu monitoren, zu schauen, ob ihr dort etwas tunen wollt oder könnt. Oder dann für die, die das interessiert, mehr über Garbage Collector Theorie lesen. Ein sehr umfangreiches Gebiet, wie ich gesehen habe. Ja, Thomas, gibt es noch abschließende Fragen? Im Moment nicht. Also wir hatten ja sehr viele Fragen, aber im Moment ist keine neue Frage da. Es kommt gerade eine von Markus im Hintergrund, der bei uns da die ganze Videoregie macht. Bekommen wir die Slides zur Verfügung gestellt? Die Links wären interessant. Ja, die sind auf GitHub schon publiziert. Ich glaube, die erscheint dann auf eurer Website im Anschluss. Genau, das können wir sehr gerne machen, dass wir den Link dazu packen zu der Event-Page. Gut. Genau.
Und währenddem wir vielleicht warten, dass da noch weitere Fragen kommen, kann ich eine stellen. Ich sage jetzt mal, ganz viele Verwender von JVMs sind da vielleicht etwas naiv. Die installieren einfach eine JVM und brauchen, was da der Default ist. So für die normale 0815 Business-Applikation, aus deiner Erfahrung, würdest du sagen, die machen etwas falsch, wenn sie sich nicht aktiv darum kümmern? Oder sagst du, die haben wirklich richtig viel Potenzial, um davon ihren Use-Case zu optimieren? Also die Defaults wurden sicher deutlich besser jetzt in den letzten JDK-Versionen, nachdem jetzt endlich von Parallel geswitcht wurde auf Garbage First, weil vorher hatte man schon das Problem, man war immer auf Durchsatz optimiert. Das ist schön für gewisse Benchmarks, aber schlägt dann natürlich auf die Latenz von Serveranwendungen, Webservices, Webserver und so weiter. War nicht ideal jetzt, aber mit Garbage First ist man sicher in einer guten Ausgangslage. Spannend sind jetzt die neuen Garbage Collector, vor allem wenn man jetzt Anforderungen hat, die bisher nicht abgedeckt waren oder nur mit sehr mühsamen Tuning erreicht werden konnten, eben was kurze Pausenzeiten anging oder sehr große Heaps. Da gibt es plötzlich ganz neue Anwendungsgebiete für Java. Man kann plötzlich Richtung Real-Time-Processing gehen oder Near-Real-Time, weil die Pausenzeiten so kurz werden, dass die Latenz berechenbar wird und nicht plötzlich der Garbage Collector irgendwo die Bremse zieht. Mhm. Dann eine weitere Frage von Lukas Blunschi. Will there be a fancy new modern GC for containers in the future? Few CPUs, small memory, but still concurrent. Ja, ich denke, da können eigentlich die neuen Concurrent Garbage Collector oder vielleicht Garbage First am besten schon mithalten, weil da ist das eine gute Balance dazwischen. Da muss man dann je nachdem etwas tunen, aber das ist nicht so kompliziert. Da startet man mit diesen zwei Zielen. Und da kommt man schon sehr weit, also mit dem Durchsatzziel und dem Pausenziel bei Garbage First, da kommt man sehr weit, wenn man nicht gerade einen großen Heap hat. Mhm. Ich denke, der ist recht gut geeignet, für in Containern zu starten. Ja, gut. Und von Johannes Frank ist eine Frage wieder aufgetaucht, die effektiv mal da war und die er dann versehentlich gelöscht hat. Ich habe vor einigen Jahren gehört, dass G1 GC erst ab 32 GB sinnvoll ist. Also ist das immer noch gültig? Weil er hat viele Prozesse, die weniger als 1 GB Heap haben, aber doch mehr als irgendwie so 100, 200 Megabyte. Mhm. Also auch für diese Anwendung der G1 dann Sinn? Das hatte ich jetzt nicht gelesen, dass der erst ab 32 GB funktioniert. Also funktioniert wahrscheinlich nicht, aber irgendwie ja. So richtig sein Potenzial ausspielt. Ja, genau, richtig performant ist. Könnte ich gerade so nicht beantworten mit Sicherheit. Okay, gut. Also das waren im Moment die Fragen. Im Chat habe ich noch etwas, eine Frage eigentlich an die Teilnehmer gesehen. Ich muss rasch schauen. Markus Schlegel hat gefragt, Umfrage, was habt ihr denn in der Praxis so für Heap-Größen? Also wenn ihr ihm das im Chat beantworten wollt, da ist er sicher froh. Und wir schauen mal, ob da noch weitere Fragen kommen. Im Moment ist keine mehr da. Ich nutze die Zeit und danke dir schon mal ganz herzlich, Daniel, für diesen sehr spannenden Talk heute Abend. Und ich glaube, du hast dir dieses Gadget hier, das Java User Group Multitool. Es ist sehr dick, es hat sehr viele Funktionen. Hast du dir wirklich verdient? Also das ist das Geschenk, das die Speaker bei uns erhalten. Und du wirst eines bei dir dann in der Post vorfinden demnächst. Ja, vielen Dank, Thomas, für die Moderation und allen, die bei der Organisation des Events beteiligt waren, und für das Geschenk natürlich. Mhm. Und ich schaue jetzt nochmal, ob wir neue Fragen haben, aber das schaut ziemlich blank aus. Und dann, ich bewege mich mal zu den Slides. Ich habe da noch einige administrative Dinge zum Schluss.
Wir haben weitere Events geplant, also bitte schaut auf www.juk.ch vorbei, abonniert unseren Newsletter, wenn ihr das nicht schon getan habt, damit ihr da immer auf dem Laufenden seid. Dann, wir sind eine User Group, also das heißt eigentlich sind wir dann interessiert an euren Beiträgen. Das kann sein, wenn ihr eine Idee habt für einen Speaker, den ihr vorschlagt. Das kann sein ein Thema, das ihr einfach interessant findet und zu dem ihr mal was hören möchtet. Oder es kann natürlich auch sein, dass ihr selber sagt, ich habe da einen spannenden Vortrag gehalten bei mir in der Firma oder bei Kunden und das wäre doch eigentlich etwas, was wir auch in diesem Rahmen hier quasi in unserer User Group präsentieren könnten. Also dann nur zu, kommt unkompliziert einfach auf uns zu, nehmt Kontakt auf und dann schauen wir, wie wir das am besten machen. Ich sehe jetzt gerade noch, Sarah Pfeiffer hat jetzt noch geschrieben, danke Daniel Can für den spannenden Vortrag. Ist wirklich, war sehr spannend. Wir haben eine Community auf Slack. Wenn ihr selber auf Slack seid und auch in unsere Community da kommen wollt, dann geht auf slack.juk.ch. Da könnt ihr euch eintragen und bekommt dann eine Einladung. So, und dann sind wir auch schon wirklich beim allerletzten Slide, das ihr heute von uns zu sehen bekommt. Und das ist das Feedback. Also für den Speaker, aber auch für uns ist es wirklich wahnsinnig interessant und wichtig für die Weiterentwicklung unserer Events, dass ihr uns Feedback zukommen lasst. Also ihr habt da mal so die Kreuze, die ihr ganz einfach setzen könnt. Das ist so quantitativ, können wir dann etwa verorten, wo wir stehen. Aber ganz wichtig auch, unten habt ihr ein Freitextfeld für Kommentare. Also fügt da an, was war gut, wo haben wir noch Potenzial, um besser zu werden. Also wir verarbeiten das und versuchen wirklich daran dann auch zu wachsen. So, das waren die administrativen Dinge. Ganz herzlichen Dank noch einmal, Daniel, für den Talk. War sehr spannend. Und ganz herzlichen Dank auch an euch, dass ihr da mit uns dabei wart, die vielen spannenden Fragen, die wir heute hatten. Und es würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Events der Java User Group Switzerland wiedersehen würden. Und in der Zwischenzeit wünsche ich allen, bleibt gesund, genießt die Adventszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss Daniel, tschüss zusammen. Danke fürs Zuhören, schönen Abend. Tschüss. Und einfach warten. Das Feedback-Formular wird ganz automatisch in einigen Sekunden aufgehen. Tschüss!